Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen in der Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Eines Tages fand ein Mann seine niegelnagelneue Axt nicht mehr. Er suchte und suchte im ganzen Haus, in der Garage, in seinem Schuppen, aber sie war verschwunden. Der Mann wurde ärgerlich, missmutig und er verdächtigte den Sohn seines Nachbarn, die Axt einfach gestohlen zu haben. An diesem Tag zum Beispiel beobachtete er den Sohn seines Nachbarn ganz genau. Und tatsächlich, der Gang des Jungen war der Gang eines Axtdiebes. Die Worte, die er sprach, waren die Worte eines Axtdiebes. Sein ganzes Wesen und sein Verhalten waren das eines Axtdiebes. Am Abend fand der Mann die Axt durch Zufall hinter einem großen Korb in seinem eigenen Schuppen. Als er am nächsten Morgen den Sohn seines Nachbarn erneut betrachtete, fand er weder in dessen Gang noch in seinen Worten oder seinem Verhalten irgendetwas von einem Axtdieb. So viel in Sachen Vorurteilen. Gut, dass Gott anders über uns denkt. Er verdächtigt uns nicht und er unterstellt uns nichts. Er schaut wohlwollend auf uns und weiß, was unsere Gesten, unsere Mimik zu bedeuten hat. Und so hat er uns lieb, ohne Vorurteile, bedingungslos. Freuen Sie sich auf ein Ehepaar, das Gott kennengelernt hat und das sein Leben ganz neu erfunden hat. Freuen Sie sich auf Carsten und Conny Russ. Und nun lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir feiern zusammen, indem wir singen, ein erstes gemeinsames Lied zur Ehre Gottes. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 55. Darf ich dir sagen, Herr, was mich bedrückt? Darf man so etwas vor dich tragen? Nachts kann ich nicht mehr richtig schlafen. Und bei Tage verwirren sich meine Gedanken. Manchmal denke ich, wärst du ein Vogel, dass du weit davonfliegen könntest. Oder eine Maus, die sich verkriechen kann. Was bleibt mir, als zu dir zu rufen, mein Gott? Morgens und abends und nachts bete ich, du wirst mir helfen und Ruhe schaffen.
Wirf deine Anliegen alle auf den Herrn, denn er ist ein bleibender Freund. Darum wende ich mich an dich, mein Gott. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, dafür danken wir dir, dass du uns nichts unterstellst, dass du keine Vorurteile gegen uns hast. Du siehst uns so, wie wir sind, weißt, was wir denken, weißt, wie wir es meinen. Und das Schöne ist, du schreibst uns nicht ab, du liebst uns, bedingungslos und grenzenlos. Begegne uns in diesem Gottesdienst, in dieser heiligen Zeit, zeig uns dein Angesicht. Dein herrliches Angesicht, lass es hell werden in uns und dann auch durch uns. Und wenn Menschen uns verdächtigen, hol uns da raus. Und wenn wir Menschen verurteilen, hilf uns heraus und stell uns auf neue Wege. Führe uns, so wie du es möchtest. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium aus dem 12. Kapitel die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Korsika, eine Insel voller Anmut und Kontraste. Traumhafte Strände, kristallklares Wasser und hohe Berge. Ein Eiland im Mittelmeer, wo die Zeit in ihrem eigenen Rhythmus fließt. Ein wahres Urlaubsparadies. Man nennt sie auch die Insel der Schönheit. Einer der beliebtesten Ferienorte ist die Hafenstadt Calvi, die im Nordwesten Korsikas liegt. Mit knapp 5.400 Einwohnern ist Calvi die viertgrößte Stadt Korsikas und bekannt für seine Zitadelle mit der wunderschönen Altstadt und dem malerischen Hafen. In den Jahren 1983 bis 1995 entstand in Calvi die Apartmentanlage Residence Pinea. Die Anlage liegt direkt am Meer, umgeben von alten Pinien, daher auch der Name Pinea. Hier können Leib und Seele auftanken. In einem Großteil der rund 180 Apartments privater Eigentümer können Familien ihren Urlaub und ihr Leben mit Gott in vollen Zügen genießen. Das Besondere an Pinea ist das christliche Ferienprogramm für alle Generationen. Hier wird Gemeinschaft gelebt. Täglich gibt es Andachten mit viel Musik, seelsorgerliche Angebote, Konzerte und Vorträge und am Sonntag einen Gottesdienst.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Ausflugsangebote, um die vielseitige Natur der Insel zu entdecken. Ein Urlaub auf Korsika ist nicht nur perfekt für Familien geeignet, sondern für Menschen jeden Alters, die neue Kraft für den Alltag tanken möchten. Bei Pinea Corsica kann man leben mit Gott in Frankreich. Im etwas stürmischen Calvi, aber trotzdem sonnenverwöhnt auf einer wunderschönen Dachterrasse, freue ich mich auf ganz besondere Gäste heute, auf Conny und Carsten Russ, die hier die Anlage Pinea leiten. Herzlich willkommen in Pinea. Dankeschön. Danke. Euch beiden. Ihr leitet normalerweise eine Musikschule, Taktart, und habt aber alle Zelte in Deutschland abgebrochen. Wie kommt man auf so eine Idee? Dadurch, dass wir natürlich schon hier waren. Wir haben Kontakt zu der ganzen Ferienanlage seit 2004 etwa als Musiker, als Referenten hier. Und haben sofort erstmal den Ort lieben gelernt. Mit der Familie, dann auch immer wieder alleine. Es ist einfach ein wunderschöner Ort, hier zu sein. Und natürlich auch die ganze Idee mitbekommen, nämlich christliches Programm hier an diesem schönen Ort auch zu verwirklichen. Und dann war es so, die Kinder waren aus dem Haus. Und wir haben uns einfach mal auch für unser Leben gedacht, das soll jetzt nicht alles gewesen sein jetzt, sondern schauen einfach. Und dann kamen diese Bilder und auch natürlich diese Anfrage von Korsika auf uns zu. Und dann war es ganz schnell um uns geschehen. Was glaubt ihr im Nachhinein, warum diese Anfrage kam? Was zeichnet euch aus als Ehepaar, dass ihr jeden Tag mit Hunderten von frommen Touristen zusammen seid? Also ich glaube, eine Portion Humor, die man dafür braucht. Ich weiß auch gar nicht ehrlich, ob die Bewerberschar jetzt so riesig war. Das ist jetzt ein riesiger Pool und wen könnten wir jetzt vielleicht noch fragen? Und ich glaube tatsächlich, es war für uns einfach dran. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man Gott sagt, zeig mir den Weg, hat Gott durchaus Humor. Ja, ich kann kein Französisch. Carsten hat sich noch nie vorher mit Buchhaltung beschäftigt. Das habe ich immer für unsere Musikschule gemacht. Vom Hotelfach haben wir auch keine Ahnung. Ja, und von daher fand ich das ganz spannend. Wir haben diese Stellenausschreibung gelesen, fanden das auch sehr amüsant, was da so ein Paar alles können soll und wie viele Stunden denn der Tag hat und was man dort leisten soll. Und wir haben gelächelt und genickt und haben es wieder zur Seite gelegt. Aber dann, wie gesagt, zwei unserer Kinder haben geheiratet. Es war so eine Lücke. Wir wurden beide 50 in dem Jahr. Und als dann die Anfrage kam, war es tatsächlich so, jetzt einfach 15 Jahre weiter die Musikschule leiten, die sehr erfolgreich lief. Oder einfach sagen, wir gehen mal ein paar Jahre nach Korsika und wenn es doof ist, gehen wir wieder zurück. Okay, ganz die einfach. Wir haben die Freude an Menschen, immer in Gesellschaft zu sein, auch gerne gastfreundschaftlich zu sein. Das ist etwas, was hier unbedingt ganz notwendig ist. Es sind viele unterschiedliche Menschen und auch Erwartungen natürlich in diesen Urlaubstagen hier auf Korsika. Und man muss erstmal Menschen lieben, so unterschiedlich sie sind. Und das ist etwas, was wir, sage ich einmal, auch gerne mögen, so auf unterschiedliche Sichtweisen und Erwartungen einzugehen und mit diesen Menschen gemeinsam eine Zeit zu erleben. Ja, ich sag's einfach mal ganz kurz, man muss die Menschen lieben. Ja, und Gäste. Also Menschen und Gäste sind ja durchaus auch unterschiedliche Wesen. Jeder möchte jetzt 2 Wochen, 3 Wochen, wie lange auch immer, den perfekten Urlaub haben und da hat auch jede andere Vorstellung, was das ist. Und das ist sehr spannend. Auch die unterschiedlichen Glaubensprägungen, aus denen unsere Gäste kommen, finde ich sehr spannend und sehr bereichert. Wir haben uns in den letzten Jahren auch viel in unterschiedlichen Gemeinden bewegt. Von Brüdergemeinde und super konservativ bis wir müssen erstmal eine halbe Stunde tanzen, bevor der Gottesdienst losgeht. Schön. Und ich finde das einfach total spannend. Also wir sind von Haus aus Methodisten inzwischen. Und es einfach als Bereicherung zu sehen, so wie lebt der andere seinen Glauben, wie macht er seine Erfahrungen und nicht erstmal als Bedrohung, sondern spannend. Nicht geht unbedingt meins, nicht aber trotzdem ab und zu mal der Hut hoch, so viele unterschiedliche Menschen, alle noch dazu fromm und mit ganz hohen Erwartungen und sofort nörgelnd und bruddeln, wenn was nicht passt. Geht einem da nicht mal als Ehepaar der Hut hoch? Ja, ganz eindeutig. Es sind einfach sehr viele unterschiedliche Charaktere und natürlich Erwartungen, alles das, was wir eben gesagt haben.
Und wir sind natürlich auch nicht nur einfach dann mit dem Team oder mit den Gästen oder mit der Organisation von Busfirmen und was so alles zusammenkommt. Die Komplexität der Aufgabe, die fordert uns immer wieder zu großer Konzentration. Und dann immer nur zu lächeln, das ist fast unmöglich. Es kommen so viele überraschende Sachen am Tag. Kein Tag ist wie der andere. Man versucht irgendwie eine Form für sich zu finden. Aber auf solche Dinge, die hier tagtäglich passieren, ist man einfach nicht vorbereitet. Und dann passiert es durchaus. Dann reicht ein falsches Wort, dann reicht eine Organisation vom Zeitlichen her, die nicht hinkommt. Und dann ist schnell auch natürlich etwas, dass wir genervt miteinander sind, mit dem Team oder einfach einen schlechten Tag haben. Das bringt einfach diese Anlage mit sich. Aber es bleibt trotzdem, finde ich, schön reizvoll. Leben mit Gott in Frankreich ist euer Motto. Wie habt ihr denn als Ehepaar Rituale gefunden oder Instrumente oder Philosophien, wie ihr euch schützt und selber dann auch wieder auf den Boden zurückfindet? Gibt es das für euch, dass ihr euch so zurücknehmen könnt und ausspannen könnt? Gibt es einen Lieblingsort oder Rituale? Ja, die sind nur leider bei uns sehr unterschiedlich. Also Carsten am liebsten oben auf dem Berg, ich am liebsten am Strand. Ah, okay. Also wenn wir hier sind, sind wir tatsächlich 24 Stunden für die Gäste da. Das ist schwer, sich da zurückzuziehen und wirklich mal so Zeitfenster zu finden. Das fordert uns auch in der Beziehung sehr heraus. Unser Ritual, was wir haben, ist, wir gehen immer montags mit Gästen Pizza essen. Mit Pizza, mit Gästen Pizza essen. Genau. Nein, und die sind ja nicht klein hier, gell? Also schon ein Ritual, weil es eben jeder Tag der Unterschied ist. Wir nehmen uns natürlich auch vor, unseren freien Tag zu nehmen, der auch sehr wichtig ist. Aber wir haben jetzt miteinander festgestellt, oder ich auch noch mehr, wir nehmen uns etwas vor, dass wir tatsächlich eine Auszeit nehmen innerhalb dieser Ferienanlage. Unsere Wohnung ist hier mittendrin, aber dann an einem freien Tag nur runter zu gehen, am Foyer vorbei und wupp ist man schon wieder drin. Das ist schon schwierig, sich einfach wirklich ganz zurückzuziehen. Wir müssten eigentlich jeden freien Tag, den wir in der Woche haben, ganz weg von der Ferienanlage, damit wir auch für uns etwas haben. Wir merken aber, es ist nur so möglich, wenn wir uns auch zurückziehen können und dürfen. An jeden noch eine abschließende Frage. Warum muss man unbedingt nach Pinea kommen? Naja, weil wir hier sind. Wir sind doch eigentlich ganz nette Leute. Nein, also ich denke, es gibt durchaus auch Unterbringungsmöglichkeiten, die komfortabler sind. Die Strandlage ist nicht zu toppen, sage ich mal. Also ich gehe, glaube ich, 100 Schritte, dann habe ich die Füße im Wasser. Das ist wunderschön, auch für Familien. Aber ich glaube, was die Anlage wirklich auszeichnet und besonders macht, ist tatsächlich die Gemeinschaft, die man hier erleben kann. Dass man Gott begegnen kann, auch in der Form, wie man es möchte. Ich glaube, es ist schon also ich kenne kein Konzept, was so ist, wirklich, man kann tatsächlich teilnehmen oder auch nicht. So die meisten Freizeiten, ne? Ist ja auch alles freiwillig, aber wenn man morgens länger schlafen will, wird man komisch angeguckt. So, man kann sich wirklich so seine Rosinen rauspicken und so viel freie Zeit auch genießen, auch mit der Familie, wie man möchte. Das ist wirklich toll. Und es ist auch einer der wenigen Orte, die ich kenne, wo wirklich noch erwachsene Kinder mit ihren Eltern Urlaub machen. Weil wir ein super Kinder- und Jugendprogramm und 17-Plus-Programm in den Sommerferien haben. Die Leute finden hier Freunde, schließen wirklich Kontakte, auch über Jahre hinweg teilweise. Und das ist schon wirklich sehr besonders. Also es ist kein klassischer Hotelbetrieb, sage ich mal. Da gibt es bestimmt andere, bessere Sachen. Auch wenn wir uns viel Mühe geben. Ich würde noch gern Stunden mit euch weiterreden, aber ich muss jetzt die Sonne genießen hier. Das ist grausig. Ja, darum sind wir hier. Wenn die Sonne dann rauskommt, genießt man das. Sie hat jetzt schon so viel gesagt dazu. Warum deshalb kriegst du eine andere Frage zum Schluss. Ach so, okay. Ja, das ja, gut. Leben mit Gott in Frankreich. Wie lässt sich hier Gott auf besondere Weise erleben? Die Menschen sind zum Teil eine Woche hier, manchmal zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen. Und dürfen Gemeinschaft erleben mit ganz unterschiedlichen christlichen Sichtweisen. Ich finde das sozusagen die Zukunft der Kirche. Wenn wir loslassen, vielleicht nicht nur an einem Urlaubsort, sondern generell uns einlassen auf viele verschiedene Sichtweisen des Christentums. Wir werden hier nicht tiefe theologische Fragen wälzen und letztlich beantworten. Aber die Möglichkeit, dass viele Menschen aus unterschiedlichen Bundesländern zusammenkommen, ihren Glauben gemeinsam erleben, fragen,
Singen und Beten zusammen, was vielleicht sonst erst über Allianz oder sonst wo möglich ist, ist hier in einer sehr lockeren, in einer Urlaubsatmosphäre möglich. Und es geht nicht nur oberflächlich, sondern es ist tatsächlich eine Erfahrung, wie mit Christen zusammen ja, Glauben geteilt wird. Und ich glaube, das sind unsere Herausforderungen unserer Zeit, dass wir Christen gemeinsam entdecken, wir haben einen Glauben, einen Herrn. Und das ist hier eine gute Möglichkeit, genau das zu leben. Und das fand ich auch spannend. Egal mit wem man ins Gespräch gekommen ist, jede Geschichte ist es wert, dass man hört, dass man diese Geschichte, würde ich mal sagen, ins Fernsehen bringt. Menschen, die gescheitert sind, Menschen, die sehr erfolgreich sind, alle hier am Ort, Menschen, die eine tiefe Krise hinter sich haben, Menschen, die viel haben oder sich so einen Urlaub nur alle 10 Jahre mal leisten können. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, dass ihr die weiterhin hier empfangen könnt. Ja, danke. Und denen ganz viel von Gottes Liebe und seiner schönen Schöpfung mitgeben könnt. Gott Vielen befohlen Dank. Euch als Ehepaar, liebe Conny, lieber Carsten. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Machen Sie sich mit mir auf den Weg, auf den Lebensweg, der manchmal so verschlungen ist wie hier ein wunderschöner Pfad auf der Insel der Schönheit auf Korsika. Der Lebensweg. Die Israeliten gingen nie schweigend auf dem Lebensweg, sondern sie hatten für alle Stationen und Abschnitte des Weges Wallfahrtslieder, meistens aus den Psalmen. Und sie gingen singend, pfeifend, die Kinder klatschend und tanzend ihren Lebensweg. Und alles, was sie erlebten, was sie sahen, das brachten sie ganz eng mit ihrem heiligen Gott zusammen. Lassen Sie uns das versuchen, auf unserem Lebensweg. Auf dem Lebensweg, wenn wir uns umdrehen, dann sehen wir, boah, da liegt schon eine ganze Strecke an Weg zurück. Wir haben schon so viel geschafft. Wir sind bis hierher gekommen. Gott hat uns bewahrt, Gott hat uns getragen, Gott hat uns geführt. Aber es war auch viel Schweres dabei, viel Belastendes. Und dann auf dem Lebensweg immer wieder ein wunderschönes Panorama, eine wunderschöne Aussicht, wie hier auf die großartige, schöne Bucht von Calvi. Und das hilft mir so ein bisschen, wie es der Psalmist in einem Wallfahrtslied ausgedrückt hat, Psalm 31, du Herr stellst meine Füße auf weites Land. Ja, ich habe einen Ausblick an manchen Stellen. Ich sehe das, was vor mir liegt,
Manches ordnet sich neu, manches, was groß ist, wird plötzlich klein und manches Mal wird das Kleine dann auch groß und wichtig. Solche Abschnitte mit Perspektiven, mit Weitblick, mit Ausblick und Überblick, die brauchen wir in unserem Leben. Und dann gehen wir wieder ein Stück weiter und plötzlich vor uns ein Friedhof. Tatsächlich. Das Ziel vor Augen, das Ende vor Augen, so wie es in einem Wallfahrtslied heißt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Unser Lebensweg. Und auf dem Lebensweg, boah, genau das hier. Immer wieder schwere Steine. Immer wieder haben wir den Eindruck, da wollen uns Menschen Steine in den Weg werfen. Knüppel zwischen die Füße. Dann kommen Dornen und Disteln, wo man kaum weiß, wie man durch soll. Man hat keinen Eindruck, keine Idee, keine Ahnung, wie es weitergehen kann. Heiliger Gott, meine Wege sind eng. Bitte hilf mir, dass es irgendwie weitergeht. Möchte man rufen, beten. Gott, hilf mir. Und dann manchmal, wie hier auf der Insel, nichts mit Wolken, sondern heiße Sonne, heißes Licht. Man erlebt eine ganz heiße Zeit in seinem Leben. Es wird richtig brenzlig. Und man hat den Eindruck, man läuft wie auf Kohlen. Meistens dann, wenn man sich was zu Schulden hat kommen lassen. Meistens dann, wenn wir etwas schuldig geblieben sind, wenn wir schuldig geworden sind. Und dann könnte man beten mit den Israeliten. An einer Stelle aus Jesaja. Ja, schon, ich weiß, dass dein Weg manchmal durchs Feuer führt, aber selbst wenn du durchs Feuer gehst, will ich bei dir sein. Und die Flamme, sie soll dich nicht versengen. Und auf manchen Wegesabschnitten, da plagt einen plötzlich der Hunger und der Durst. Es war sehr viel Anstrengendes, es war sehr viel an Herausforderung. Und das alles hat unsere Ressourcen aufgebraucht, das alles hat unseren Kräften gezehrt. Und wir spüren einfach nur noch Mangel. Wir sind ausgelaugt. Und dann möchte ich gerne mit den Israeliten singen. Psalm 37. Der Herr kennt doch die Tage der Frommen mit allem Guten und mit allem Mühseligen, mit allem Lästigen und mit allem Schönen. Der Herr kennt die Tage der Frommen. Aber das Schöne auf so einem Lebensweg ist, nicht nur Steine, nicht nur Hitze, nicht nur Durst, sondern auch ganz, ganz viel, was es zu entdecken gibt. Wunderschöne Blumen hier, eine Macchia auf Korsika. Wunderschöne Kleinigkeiten am Wegesrand. Und Dinge, die einfach, die wunderbar riechen. Dann kommen noch kleine Tiere daraus. Und das Herz erfreut sich. Das Herz erfreut sich an den Kleinigkeiten. Und man kann das Leben wieder genießen. So heißt es im Buch Prediger, das Leben zu genießen mit allen Sinnen, das ist eine Gabe Gottes. Dann laufen wir weiter und unser Blick schweift nach oben und das ist ja interessant, so als ob aus heiterem Himmel eine engelhafte Person über allem thront und schwebt, die alles im Blick hat, die den Überblick hat. Wir sind nicht alleine und ich möchte singen mit dem Psalmisten. Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Du bist nicht alleine. Und dann gehen wir auf unserem Lebensweg weiter. Es wird steiler und noch steiniger. Und plötzlich ist es mir so, als ob Jesus persönlich mir entgegenkommt und sagt, du, auf deinem Weg bin ich der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin das A und das O. Und du bewegst dich nur vom Anfang bis zum Ende. Ich bin der Anfang. Ich bin das Ende.
Du kommst von mir, du gehst auf mich zu. Der Herr ist hinter dir, damit dich niemand verfolgt und dir Böses tun kann. Der Herr ist unter dir, weil er dich trägt. Der Herr ist in dir und gibt dir immer wieder Kraft. Der Herr ist vor dir und empfängt dich. Tut das gut. Der Herr Jesus persönlich ist mit mir auf meinem Lebensweg. Deshalb ruft uns Jesaja auch zu. Schaut doch nicht ständig nach hinten. Erinnert euch nicht ständig an das Gestern. Lebt nicht im Vorgestern, sondern schaut aufrecht nach vorne. Schaut nach vorne, der Herr kommt euch entgegen und er schafft für euch Neues. Jetzt wächst das Neue auf. Gib dem Leben eine Chance. Gib deinem Wegesabschnitt eine Chance, zu einem Abschnitt zu werden, der vielleicht der beste in deinem Leben wird. Ganz egal, wie viel Weg schon hinter uns liegt. Jesus ist mit uns auf dem Weg. Und wissen Sie, wie lang? Trösten wir uns doch damit, dass unser Herr Jesus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das gilt für Sie, für Ihren Lebensweg, für jeden Abschnitt, für jeden Tag und für jede Nacht. Wir sind nicht alleine unterwegs, wir sind mit Jesus unterwegs. Nehmen Sie das für sich ganz persönlich. In Jesu Namen. Amen. Auf deinen Weg getrost und ohne Sorge. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Einzigartig täglich für dich sorgen. Er kennt deine Grenzen und er wird dich tragen. Auch wenn du und deine Kräfte auf dem Weg versagen. Geh auf deinen Weg getrost und ohne Sorge. Geh mit Gottes Segen, mutig voran. Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh mit Gottes Segen voran. Er kennt die Gedanken, sonst keiner von dir kennt. Er steht auch noch dann zu dir, wenn alles um dich brennt. Er fühlt mit dir, wenn dich plötzlich all dein Mut verlässt. Seine Hand gibt immer, was du brauchst und hält dich fest. Geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorge. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh mit Gottes Segen voran.
Wöchentlich wird er größer, der Gebetskreis unseres Stunde des höchsten Fernsehgottesdienst-Teams. Und ich freue mich, dass Sie vielleicht auch überlegen, sich dazu zu gesellen, um sich jede Woche die Anliegen von anderen Zuschauern zu eigen zu machen und bei Gott höchstpersönlich ein gutes Wort einzulegen. Schreiben Sie uns, wenn Sie dazustoßen wollen. Und schreiben Sie uns Ihre Gebetsanliegen, dass wir für Sie beten können. Füreinander und miteinander wollen wir beten. Heiliger Gott, du kennst unseren Lebensweg. Du weißt, wie lange wir schon unterwegs sind. Du weißt, was noch vor uns liegt. Du weißt, was am Wegesrand alles passiert. Manche Stolperfalle, manche Unwegsamkeit. Vieles, was uns den Atem raubt, vieles, was uns auslaugt. Aber immer mit deinem Ziel vor Augen. Du bist mit uns, über uns, in uns und du erwartest uns. Segne unseren Lebensweg, begleite uns. Lass es hell werden. Das beten wir auch für die, die im Augenblick Schweres zu tragen haben und ihren Lebensweg nur mühsam und langsam gehen. Sei ihnen ein gnädiger, barmherziger, liebevoller Vater. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Gemeinsam beten wir so, wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen Sie als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig in allem, was du tust oder lässt. In allem, was dir gelingt oder nicht gelingt. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So sei gesegnet im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Schluss des Gottesdienstes habe ich noch folgende Informationen für Sie. Wie hat Ihnen der Gottesdienst gefallen? Geben Sie uns Rückmeldungen, zum Beispiel in unserem Gästebuch auf unserer Homepage. Ich freue mich auf Ihre Kommentare, aber auch auf Ihre Anregungen. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, was uns gerade beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter, den wir Ihnen monatlich verschicken. Wenn Sie mit uns auf Reisen gehen wollen, nach Korsika oder nach Israel 2019, schauen Sie vorbei auf unserer Homepage oder rufen Sie uns an. Wir geben Ihnen gerne die Termine durch. Dort können Sie sich gerne auch anmelden. Mehr Interviews mit interessanten Gästen haben wir zusammengefasst in einem kleinen Buch, Hoffnungsgeschichten. Dieses ermutigende Buch erhalten Sie bei uns im Onlineshop oder überall im Buchhandel. Ich freue mich, dass Sie bei uns waren. Und wenn Sie noch andere Menschen einladen wollen, bestellen Sie sich kostenlos Werbematerial, entweder DVDs mit den Gottesdiensten drauf. Es gibt aber auch Postkarten, Plakate und vieles andere mehr, mit dem Sie auf diesen Gottesdienst noch hinweisen können. Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung. Woche für Woche benötigen wir 5.000 Euro für einen Fernsehgottesdienst. Mal kommt das Geld ein, mal kommt es nicht ganz rein. Dann machen wir uns Sorgen. Danke, wenn Sie wohlwollend prüfen, wie und ob Sie uns unterstützen können. Ihre Hilfe kommt hier richtig gut an. In diesem Sinne machen Sie es gut, Gott befohlen, auf Wiederfernsehen. Musik